Die Suche in Outlook ist ein Spezialfall unter den Anwendungssuchen. Das liegt daran, dass wir ja hier in verschiedenen Komponenten teilweise auch gleichzeitig suchen können, also in Kalender, Aufgaben, E-Mails. Und insofern ähnelt diese Suche eher der Suche im Windows Explorer als der in Word, Excel oder PowerPoint. Und hier in Outlook geht richtig viel beim Suchen. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und im Rahmen der Videos zum Suchen geht es heute um die Outlook-Suche. Wenn euch das Suchen insgesamt mehr interessiert, dann schaut euch mal die Playlist in der Infokarte an. Und wenn euch speziell das Suchen in Outlook interessiert, dann abonniert am besten den Kanal, denn da gibt es in nächster Zeit einige Videos dazu. Was wollen wir uns anschauen in diesem Video? Wir schauen uns zunächst mal an, welche verschiedenen Suchwerkzeuge es in Outlook gibt. Dann, wo die Fundorte und Aufrufmöglichkeiten dafür sind. Und zwar von Outlook 2013 bis Microsoft 365. Wir schauen uns dann speziell die einfache Suche an, und zwar inklusive Verfeinern. Damit geht schon sehr, sehr viel. Und schauen uns so einen kleinen Ausblick auf die erweiterten Suchen an. Denn da geht dann noch deutlich mehr. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Sachen in den Sucheinstellungen zeigen und vor allem noch euch einen Hinweis auf zwei Suchschmankerl in Outlook geben. In Outlook gibt es tatsächlich mehrere Suchwerkzeuge, nicht nur eins. Es gibt einmal die einfache Suche und dann gibt es die erweiterten Suchen, muss man inzwischen sagen. Die einfache Suche, die hat sich nicht groß geändert seit Microsoft 2013. Und bei den erweiterten Suchen gibt es sozusagen die alte erweiterte Suche, die es auch immer noch gibt. Und dann gibt es so eine Art neue erweiterte Suche, die es seit Outlook 2019 gibt. Aufrufen könnt ihr diese Suchen in Outlook 2013, hier zum Beispiel im Posteingang, aber auch im Kalender direkt über den Elementen. Und habt dann die Möglichkeit, hier noch auszuwählen, in welchem Datenbestand ihr suchen wollt. Und das hat sich eigentlich auch mit Outlook 2016 nicht groß geändert. Das Feld ist hier ein bisschen größer geworden und hier außen ist dann der Datenbestand auszuwählen. Auch die Suchtools, die es auch in Outlook 2013 schon gibt, sind weitgehend gleich geblieben. In Outlook 2019 haben sich sichtbar erstmal nur Kleinigkeiten geändert, nämlich hier sind die Favoriten hinzugekommen. Aber was sich geändert hat, ist dieses kleine Symbol hier und das führt in eine erweiterte Suche, die es hier in Outlook 2016 und 2013 so noch nicht gibt. Allerdings gibt es viel aus dieser erweiterten Suche in Outlook 2013 und 2016 hier über dieses Weitere, das es dann in Outlook 2019 nicht mehr gibt. Outlook 2019 und Microsoft 365 unterscheiden sich jetzt hier nicht mehr wesentlich. Wenn ihr in den Desktop-Versionen von Outlook die Outlook-Suchen aufrufen wollt, dann ist es so, in Outlook 2013 kommt ihr über Steuerung E dorthin. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum Steuerung E und nicht F. Das liegt daran, Steuerung F ist ja Forward in Outlook. Also wenn ihr Steuerung F drückt, dann könnt ihr eine E-Mail weiterleiten. Deshalb gab es diese Möglichkeit hier nicht. Und die erweiterte Suche, Steuerung Umschalt und F. Und die einfache Suche, das ändert sich nicht mit Outlook 2016, aber die erweiterte Suche, fragt mich nicht warum, ist dann Steuerung Alt Y. Und mit Outlook 2019 bzw. Microsoft 365 haben wir jetzt in der einfachen Suche zwar immer noch Steuerung E, aber jetzt auch Alt M für die Microsoft-Suche. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch über die Infokarte anschauen. Und dann die erweiterte Suche bleibt Steuerung Alt und Y. Genau genommen gibt es noch eine Suche in Outlook, nämlich die Suche im bzw. nach dem Inhalt in einer E-Mail. Und die sieht so aus, sie heißt Suchen und Ersetzen, vielleicht kennt ihr die auch aus Word. Und diese Suche könnt ihr über die Taste F4 aufrufen. Also merkt euch schon mal die Taste F4. Dann schauen wir uns nun an, wie das in der einfachen Suche hier in Outlook funktioniert. Ihr seht die hier oben. Ich klicke in das Suchfeld und jetzt bekomme ich schon Vorschläge fürs Suchen. Ich bekomme auch Vorschläge für Aktionen, zuletzt verwendet und vorgeschlagene. Und wenn ich jetzt einen Begriff eingebe, wie zum Beispiel Team, dann wird das ergänzt um potenzielle Treffer außerhalb von Outlook. Das heißt, das hier wäre alles auf SharePoint.
Und das liegt daran, dass wir hier im Prinzip schon in der Microsoft-Suche sind, die verzahnt ist mit der Outlook-Suche. Wie gesagt, Microsoft-Suche gibt es ein extra Video dazu. Und bevor wir hier weiterschauen, hier haben wir noch die Möglichkeit eben zu entscheiden, ob wir nach allen Outlook-Elementen, nach allen Postfächern oder eben hier im aktuellen Postfach suchen wollen. Ich habe jetzt Team eingegeben, ich drücke die Enter-Taste, ich bekomme die Treffer. In den Treffern ist der Begriff Team, wo er vorkommt, hervorgehoben. Und wenn ihr über Ansicht Lesebereich hier den Lesebereich eingeschaltet habt, ich habe den hier rechts, dann seht ihr jetzt auch in den ausgewählten Elementen, wenn es dort Treffer für den Begriff Team gibt, den schon hervorgehoben. Allerdings hier in diesem Lesebereich nur da, wo wirklich Team als konkreter Begriff vorkommt. Also nicht sowas wie Teams Gruppe zum Beispiel. Und dazu mache ich jetzt gerade mal die E-Mail auf. Und jetzt der Hinweis auf die Taste F4, die ich euch vorhin schon kurz gezeigt habe. Taste F4, dann kommt ihr hier ins Suchen und Ersetzen. Und wenn ihr jetzt hier nochmal Team eingebt und die Enter-Taste drückt und dann alles hervorheben wählt, dann seht ihr, werden hier alle Stellen, an denen Team vorkommt, entsprechend hervorgehoben. Über dieses Suchen und Ersetzen, also Taste F4, wird es ein extra Video geben. Das ist ja genauso oder sehr ähnlich, wie wir auch in Word suchen können. Ich persönlich finde das Coolste an den Lesehervorhebungen eigentlich, dass man jetzt eine Mail auswählen kann und dann einfach mit den Pfeiltasten hier durchblättern und schon mal sehen, wo das vielleicht hervorgehoben ist. Vielleicht blättert man auch noch mal ein bisschen und kriegt schon so einen ersten Eindruck, was wo in den E-Mails vorkommt. Übrigens, die Groß- und Kleinschreibung spielt tatsächlich keine Rolle. Also wenn ich jetzt hier Team Groß eingebe, dann bekomme ich genau dieselben Treffer angezeigt. Dann kommen wir im nächsten Schritt zum Verfeinern. Wenn ihr also hier oben etwas eingegeben habt, ich gebe jetzt mal ein Beispiel und suche danach, dann bekommt ihr eine Trefferliste mit ganz vielen Treffern und die wollen wir jetzt verfeinern und zwar hier über das Menüband zum Suchen. Und zwar möchte ich jetzt mal nur die, die von einem Menschen mit Namen Burger kommen. Also klicke ich hier auf das von. Jetzt wird hier von Doppelpunkt Anführungszeichen eingegeben und Absendername ist schon markiert und ich gebe einfach mal den Namen Burger ein und drücke die Enter-Taste. Und jetzt seht ihr, sucht er nach dem Namen Burger hier in der Spalte von. Ich möchte aber nur die, die von burger@arno-burger.de, drückt die Enter-Taste. Und so kann ich immer weiter verfeinern und kann dann zum Beispiel noch sagen, und speziell im Betreff soll jetzt nur ein bestimmter Begriff vorkommen, zum Beispiel private. Und dann drücke ich die Enter-Taste und jetzt habe ich nur noch eine E-Mail, die eben von burger@arno-burger kommt, in der Beispiel vorkommt und die im Betreff den Begriff private hat. So könnt ihr also immer weiter verfeinern, einfach hier auswählen des entsprechenden Suchbereichs und dann eingeben hier. Wenn ihr es jetzt noch spezieller braucht, also zum Beispiel, sagen wir mal, ihr sucht nach einem Inhalt in einer Anlage und ihr wollt nicht, dass der jetzt im Betreff oder im Text vorkommt, dann braucht ihr die erweiterte Suche, die ihr hier oben als neue erweiterte Suche in Outlook 2019 schon findet, nämlich diese erweiterte Suche oder hier unter Suchtools diese erweiterte Suche. Ihr erinnert euch an ein bisschen merkwürdige Tastenkombination Steuerung Alt Y. Schauen wir zunächst mal über die neue erweiterte Suche, die Outlook 2019 und Microsoft 365 mitbringen, also über dieses kleine Dreieck. Und hier finden wir Anlage enthält. Und wenn ich jetzt hier mal Zoom eingebe und dann auf Suchen gehe, dann bekomme ich einen Treffer mit einer Anlage. Und wenn ich mir das hier mal anschaue, sehr geehrte und so weiter, also hier kommt der Begriff Zoom nicht vor. Ich mache die mal auf und mache jetzt mal die Anlage auf. Und es ist PowerPoint, also drücke ich hier Steuerung F zum Suchen, gebe hier nochmal Zoom ein, gehe auf Weitersuchen und dann seht ihr, findet er hier in der Anlage den Begriff Zoom. Hier suche ich nicht in den Anlagen und hier suche ich in den Anlagen. Diese neue erweiterte Suche könnt ihr auch schrittweise ausbauen, indem ihr
hier auf Mehr Optionen hinzufügen klickt und euch dann noch weitere Felder hier auswählen könnt. Es sieht schon nach einer ganzen Menge aus, aber ganz ehrlich, es ist noch relativ wenig im Vergleich zu der echten erweiterten Suche, die ihr hier über die Suchtools und die erweiterte Suche findet. Und hier habt ihr jetzt unter Nachrichten und erweiterte Optionen viel von dem, was inzwischen hier eingebaut ist oder auch hier. Was hier besonders ist, was es auch in den anderen Suchfunktionen im Moment nicht gibt, ist das Durchsuchen. Hier könnt ihr sehr gezielt einstellen, wo in welchen Bereichen ihr was suchen wollt. Ihr könnt euch auch Unterordner mit einbeziehen. Allerdings nur einen Ordner auf der obersten Ebene. Wenn ihr also hier 5 Postfächer habt, dann könnt ihr nur eins dieser Postfächer hier auswählen. Und das zweite ist, und das ist wirklich klasse, hier erweitert, denn hier könnt ihr jetzt über Feld, häufig verwendete Felder, aber auch alle E-Mail-Felder auswählen. Also ihr könnt wirklich ganz gezielt sagen, ich möchte nur die E-Mails, die ich erhalten habe im Auftrag von oder bei denen in BCC was Bestimmtes steht oder die ablaufen dann und dann. Und je nachdem, was ihr für ein Feld auswählt, habt ihr dann ganz verschiedene Bedingungen, die ihr sehr gezielt auswählen könnt und die sich auch sehr stark unterscheiden, je nachdem, was ihr hier für ein Feld habt. Also wenn ihr zum Beispiel Datumsfelder habt, dann sehen die völlig anders aus und hier ist wirklich, ich sag mal, fast alles möglich. Ihr wählt dann eben aus Erhalten am, gebt einen Wert ein, ich sage jetzt mal 15.08.2021, fügt es zur Liste hinzu und wenn ihr dann die Suche startet, dann werden hier unten Treffer angegeben und am 15.08. habe ich eben nichts erhalten, deshalb gibt es hier auch keinen Treffer. Noch einen Tipp zu dieser erweiterten Suche, wenn ihr hier rumspielt und Sachen ausprobiert und ihr wollt was Neues eingeben, klickt auf Neue Suche, denn irgendwann hat man in diesen Registern so viele verschiedene Sachen eingegeben, dass man keinen Überblick mehr hat, wo noch was steht. Und das beeinflusst natürlich auch eure erweiterte Suche. Also neue Suche, dann heißt es hiermit löschen Sie das aktuelle Suchergebnis. Es wird nur das gelöscht, was hier angezeigt wird, also nicht der Inhalt, sondern nur die Anzeige. Ihr bestätigt mit OK und dann habt ihr wieder eine völlig leere Sucheingabemaske, die auch wirklich hier in allen Registern leer ist. Von den Suchoptionen möchte ich euch noch drei vorstellen und zwar findet ihr die Suchfunktionen hier im Menüband Suchen bei den Suchtools und da unter den Suchoptionen, das sind die Outlook-Optionen, Suchen und hier könnt ihr zum einen festlegen, welcher Datenbestand üblicherweise durchsucht werden soll, also was hier standardmäßig als erstes steht. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier auch Nachrichten in den gelöschten Elementen zu suchen. Das heißt also, wenn ihr wollt, dass auch eure gelöschte Elemente durchsucht werden, dann setzt dieses Häkchen. Und wenn euch das Gelb als Hervorhebungsfarbe nicht gefällt, könnt ihr die Farbe hier auch umstellen. Zwei Schmankerl wollte ich euch noch sozusagen als Ausblick zeigen. Das eine ist etwas, wo ich schon mal ein Video dazu gemacht habe. Das ist die Personensuche. Die habe ich euch auch in der Infokarte verlinkt. Und das zweite sind die Suchordner. Die basieren auf der erweiterten Suche. Da werde ich demnächst ein Video dazu machen. Schon mal zum Ausprobieren für euch. Rechtsklick auf Suchordner. Dann könnt ihr hier eigene Suchordner einrichten. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch. Ciao, euer Arno.